Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Uns hat es heute einfach gefehlt. Wir wussten wahrscheinlich, dass der Gegner ein bisschen tiefer steht, aber ja, wir haben einfach keine klaren Lösungen gefunden, um uns Chancen rauszuarbeiten. Natürlich hatten wir immer wieder mal einen Versuch durch Standards oder jetzt auch am Ende mit Kuni, glaube ich, eine Chance, aber ich glaube trotzdem haben wir es einfach nicht verdient gehabt, heute zu gewinnen, weil die Leistung einfach nicht gestimmt hat. Ja, wie ist denn das zu erklären? Ich meine, es gibt ein klares Ziel vor Augen. Eigentlich müsste man doch dann beißen. Ja klar, also an dem liegt es, glaube ich, nicht. Ne? Jeder will natürlich da oben bleiben. Und, aber ja, wir haben schon angesprochen, in der Hinrunde war es das Gleiche. Gewinnen wir in Dresden überragend und spielen 0-0 eine Woche später gegen Meppen. Also wir waren darauf vorbereitet, dass das wahrscheinlich jetzt nicht das Highlight-Spiel war oder ist. Aber ja, das ist keine Ausrede. Wir waren heute einfach nicht gut genug, um zu gewinnen. Ich denke, heute hat einfach der Kampf gestimmt. Heute war es endlich mal wieder ein richtiges Heimspiel. Die Fans waren hinter uns. Wir haben zusammen den Sieg hier geholt. Und heute hat einfach mal wieder alles gestimmt, endlich mal wieder. Ja. Gibt das jetzt noch Mut? Der Abstand ist relativ groß, aber habt ihr doch noch die Rettung im Auge? Ja, wenn man realistisch ist, ist es immer noch ziemlich hoffnungslos. Wenn wir so weiterspielen, mal schauen, wo es hingeht. Ne? Mehr können wir nicht machen. Richie, es hat heute leider nicht geklappt. Woran hat es gelegen? Ja, ich glaube, dass jeder einen Schritt zu wenig gemacht hat heute. Also ich glaube nicht, dass man uns vorwerfen kann, dass wir nicht wollten. Aber trotzdem im Unterbewusstsein, im Hinterkopf war einfach dieser eine Schritt zu wenig. Und das reicht halt dann nicht, hier bestehen zu wollen. Die hauen alles rein, die werfen alles rein. Und das tut natürlich am Ende weh, ne? Ja. Jetzt habt ihr ja gegen Dresden eine außergewöhnliche Leistung gebracht. Und wie ist dann dieser Rückfall quasi zu erklären in alte Zeiten? Ja, ich glaube, das ist eine Kopfsache. Also du hast gegen Dresden einfach immer 110%. Aber wichtig ist es, in diesen Spielen auch 110% zu geben. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und das haben wir heute nicht auf den Platz gebracht. Das tut extrem weh. Alle hier wissen, um was es geht. Alle wissen, es sind jetzt noch 5 Spiele. Ja, du darfst nicht mehr viel liegen lassen. Jetzt darfst du gar nichts mehr erlauben. Bruno, du hattest eine kurze Zeit in Saarbrücken. Erinnerst dich noch dran? Ja, klar. Also heute, bevor die Spiele, haben wir uns kurz geredet. Das ist ein paar Jungs, die dort noch sind. Und gute Wiedersehen. Habe mich dort sehr gut angefühlt. Leider hat es nicht geklappt wegen der Aufenthaltstitel. Aber jetzt ist alles hinter mir. Ich spiele jetzt vorerst vor Meppen. Und meine Aufgaben wurden heute gut erledigt, zusammen mit meiner Mannschaft. Und ja, das ist wichtig. 3 Punkte. Wir sind sehr glücklich, weil heute war die Frage des Charakters. Und haben wir uns gezeigt. Ja. Ist das ein gerechtes Ergebnis gewesen, denkst du? Auf jeden Fall. Also wenn du das siehst, die Körpersprache, was wir uns gezeigt haben, trösten mit diesen schwierigen Phasen, die wir uns sich befinden, haben wir uns heute ein Zeichen gegeben, dass bis zu Ende werden wir uns alles versuchen. Und habe ich gerade in der anderen Interview gesagt, also solange 1% Chance gibt, werde ich 99% glauben. Ja.